Hallo und willkommen zur 10. Ausgabe des Deutschland-Ticket-Vlogs, diesmal aus Senftenberg. Senftenberg liegt im äußersten Süden Brandenburgs, ein paar Kilometer nördlich der sächsischen Grenze am westlichen Rand der Lausitz. Senftenberg hat nach einem beträchtlichen Einwohnerrückgang nach der Wende in den 90er und 2000er Jahren heute noch ungefähr 23.000 Einwohner von einem Höchststand von über 30.000 in der DDR. Und ist heute, obwohl es in einer eher dünn besiedelten, eher strukturschwachen Region liegt, eine Stadt, die sich ökonomisch einigermaßen hat fangen können. Obwohl Senftenberg, das lange Zeit eine bedeutende Tagebaustadt war mit Braunkohleabbau, was sich heute noch zeigt in der Seenplatte rund um Senftenberg, die ehemalige Kohlegruben sind und dieser Kohleabbau nach der Wende oder auch schon in der Endphase der DDR eigentlich untergegangen ist, stillgelegt wurde, ist Senftenberg heute trotz noch eine relativ stark industriell geprägte Stadt durch diverse Werke, vor allem der chemischen Industrie der Umgebung. Es gibt beispielsweise ein bedeutendes BASF-Werk dort, was dazu geführt hat, dass sowohl der Einwohnerverlust Senftenbergs als auch sein ökonomischer Niedergang einen gewissen Zenit erreicht hat und nicht mehr dramatisch weiter fortschreitet in den letzten Jahren. Senftenberg ist eine Stadt, die sowohl den 30-jährigen Krieg als auch den Zweiten Weltkrieg der Bausubstanz nach einigermaßen gut überstanden hat, was in Brandenburg, überhaupt in Ostdeutschland, relativ selten ist. Es ist eine Region, die sowohl im 30-jährigen Krieg als auch im Zweiten Weltkrieg üblicherweise massive Zerstörungen erlitten hat. Ist aber trotzdem nicht unbedingt ein erstrangiges touristisches Ziel. Und wenn, dann eher für die Naturschönheiten der Region als für seine Bausubstanz, insbesondere eben die schon erwähnte Seenplatte mit dem großen Senftenberger See direkt am Rand der Stadt. In Senftenberg habe ich nicht nur die Stadt selbst porträtiert, sondern mich auch mit Marc getroffen, der gebürtiger Senftenberger ist, heute allerdings in Berlin lebt, Aktivist ist bei der SOL, der sozialistischen Organisation Solidarität, gerade auf Heimaturlaub in Senftenberg war, mir eine kleine Stadtführung gegeben hat und mit mir ein Gespräch geführt hat über das Leben der Stadt, die politische Situation der Stadt und die Entwicklung Senftenbergs in den letzten Jahren, soweit er es miterlebt hat. Damit wird es danach gleich schon losgehen mit den ersten Aufnahmen von der Fahrt nach Senftenberg und dann einem Rundgang durch die Stadt und dem Gespräch mit Marc. Thank you.
Thank you.
Album war es dann, glaube ich, schon alles besiedelt und ausgegangen. Hallo, ich bin jetzt in Senftenberg in der Lausitz, genauer gesagt am Senftenberger See, einem der größten künstlichen Seen der Region. Ich sitze hier mit Marc Hausdorf, der gebürtiger Senftenberger ist, mir etwas über das Leben in der Stadt und die politische Lage in Senftenberg erzählen wird. Bevor wir mit dem politischen Teil anfangen, Marc, kannst du denn ein paar Sätze sagen zu dem See, den wir im Hintergrund sehen, was es mit dem auf sich hat, wie er entstanden ist, was für eine Bedeutung der See hier hat? Ja, also der See ist, ich meine, nicht nur einer der größten der Region, sondern der größte künstlich angelegte See in Mitteleuropa, wenn nicht ganz Europa, also irgendwie sowas habe ich mal gehört. Und ist so ein bisschen das Aushängeschild und Landstück ja, der Stadt, wenn nicht sogar der Region. Das ist eine alte Kohlegrube, also die Lausitz war traditionell eine Braunkohleregion, war quasi das energietechnische Rückgrat der DDR zu einem Großteil. Also hier wurde massiv Kohle abgebaut und auch von Eltern und Großeltern und so war ein riesiger Anteil der Leute im Bergbau tätig. Als die Kohle dann abgebaut war, hat man die Tagebaulöcher angefangen zu fluten. Der Senftenberger See ist schon sehr alt, also der wurde in den 70ern eröffnet. Über mehrere Jahre wurde dann von Flüssen aus dem Umland das Wasser eingeleitet und ist halt einer der ältesten und der größte in der Region. Hat einen Umfang von 18 Kilometer, also man kommt so mit dem Fahrrad in einer Stunde rum. Genau, und jetzt vermehrt so in den letzten 20, 25 Jahren infolge des Strukturwandels gibt es das Projekt, die Seenplatte mehr und mehr auszubauen. Also in vielen Nachbarorten gibt es halt auch noch Tagebaulöcher, die halt noch länger aktiv waren und die jetzt auch nach und nach geflutet werden. Und die Idee ist, dass eine riesige Seenlandschaft entsteht, wo die Seen mit Kanälen verbunden sind, wo Tourismus, also viel Tourismus ist, wo man Fahrrad fahren kann, baden kann, mit dem Boot rumfahren kann, dann teilweise auch von See zu See über diese Kanäle und so weiter. Genau, und ja, also ich würde sagen, der See war für mich persönlich auch immer und so aus meinem Umfeld würde ich das auch so sehen, ein großer Selling Point der Stadt und ein großer Bonus, weil es halt ja eine Kleinstadt ist und nicht unbedingt immer so viel los ist, gerade für junge Leute. Aber man konnte halt einfach immer sich an den See setzen, immer baden gehen im Sommer, einfach statt irgendwo an einer Ecke am Kiosk zu hocken, am See sitzen und dort sein Bier trinken oder so, was es halt immer irgendwie schöner und besser macht. Genau. Du bist ja gebürtiger Senftenberger, lebst aber heute in Berlin, wenn ich richtig liege. Ja. Was würdest du sagen, abgesehen vom See, wie es so war in den 90er, 2000er Jahren, in einer Lausitzer Kleinstadt wie Senftenberg aufzuwachsen, was waren so die Hauptattraktionen als Jugendlicher, wie sah so das Leben aus? War es denn so, dass Senftenberg, das jetzt in einer deindustrialisierten, relativ strukturschwachen Region lebt, dass es damals noch so geprägt war wie in den 90er Jahren in Ostdeutschland von deindustrialisierten sozialer Misere oder dass die Region sich schon wieder etwas gefangen hat oder dass man immer noch das Gefühl hatte, man lebt jetzt in einer absteigenden Region? Ja, also so in der Kindheit war es schon eher ja, dieses Gefühl von also die Region ist irgendwie abgehangen und so weiter. Das war, also das hat sich kontinuierlich verbessert, würde ich sagen, gerade in den letzten Jahren sehr. Also was ich von älteren Leuten gehört habe und so, in den 90ern war es wohl komplett lost irgendwie. So in den 2000ern ging es dann schon irgendwie. Aber jetzt so, nachdem ich dann irgendwie aus der Stadt weggezogen bin und irgendwie so die Lebensrealität von anderen Leuten mitbekommen habe und so weiter, hat man schon gemerkt, dass es ganz andere Verhältnisse waren. Also zu dem Zeitpunkt war die Stadt halt noch viel mehr voll von den DDR-Plattenbauten. Die sind, also die gibt es mittlerweile teilweise immer noch, wurden aber hübsch angestrichen und so. Damals sah es noch alles relativ hässlich und grau aus. Man hatte als Jugendlicher oder Kind oftmals einfach nicht so groß Sachen zu tun, als irgendwie draußen abzuhängen und Schabernack zu treiben. Genau. Aber ja, also wie gesagt, das ist nach und nach besser geworden, aber
Es war für mich auch immer völlig klar, dass ich nach der Schule aus Senftenberg wegziehen will. Also das war völlig klar, so auf jeden Fall hier weg. Mit diesem Drang bin ich vielleicht ein bisschen besonders, aber nicht extrem besonders. Also es ging sehr vielen Leuten so. Also es gibt natürlich auch Leute, die irgendwie in der Region geblieben sind und sich hier ein Leben aufgebaut haben von so alten Schulbekannten. Aber sehr viele hatten halt irgendwie diesen Drang, irgendwie wegzuziehen und sich irgendwie in der Ferne irgendwie was anderes aufzubauen, ja. Du bist ja heute als Aktivist in der trotzkistischen Soll, also einer der beiden Teilfraktionen, die aus der Spaltung der deutschen SAV-Sektion, CWI-Sektion hervorgegangen sind. Du hast ja vorhin auch im Gespräch vor der Aufnahme schon gesagt, dass deine politische Organisierung noch nicht in Senftenberg stattfand, sondern erst, als du zum Studium schon weggezogen warst in einer anderen Stadt. Warst du, als du noch in Senftenberg gelebt hast, so, dass du Berührung mit irgendeinem politischen Milieu hattest oder dass du in einem eher politischen Umfeld aufgewachsen bist? Und hattest du in der Zeit in Senftenberg jetzt das Gefühl, dass eine linke Szene, dass linke politische Strukturen irgendwie präsent und wahrnehmbar sind in der Stadt? Nee, überhaupt gar nicht. Also ich bin nicht irgendwie in einem Umfeld aufgewachsen, wo es große Berührungspunkt in Politik gab, also wo irgendjemand politisch aktiv gewesen wäre oder sich stark einer Partei zugehörig fühlen würde oder irgendwas in der Richtung. Sowas wie eine linke Szene, linke Organisationen waren in meiner Jugend überhaupt nicht präsent. Also da gab es nichts, womit ich in irgendeiner Form Berührungspunkte hatte und also auf dem Weg wäre es auch überhaupt nicht möglich gewesen, sich irgendwie zu politisieren. Das kam dann später quasi ja, im Alleingang durch Selbststudium. Also in der Jugendzeit keinerlei Berührungspunkte, würde ich tatsächlich sagen. Hattest du denn den Eindruck, als du noch in Senftenberg gelebt hast, dass zumindest Gewerkschaftsbewegungen, Linkspartei, überhaupt die großen reformistischen Organe der Arbeiterinnenbewegung etwas sind, was man im Leben der Stadt jetzt groß wahrnimmt, dass man es dann wirklich registriert, was die Linkspartei da so machen in der Stadt? Auch nicht wirklich. Die Linke hat ihr Parteibüro in der Innenstadt direkt neben dem Rathaus. Das heißt, man sieht, dass es die gibt auf jeden Fall und machen auch hin und wieder Veranstaltungen, aber für so den Otto Normalbürger sind die, würde ich sagen, kaum sichtbar. Die SPD ein bisschen mehr, also die SPD macht hin und wieder auch irgendwelche Werbeveranstaltungen auf dem Markt, stellt ja auch den Bürgermeister, also hat den noch lange gestellt. Und SPD ist präsent, würde ich sagen. Gewerkschaften, dass mal irgendwie eine Verdi-Demo gewesen wäre oder so, auch quasi gar nicht mitbekommen. Wenn du heute auf Heimatbesuch in Senftenberg bist, mit dem geschärfteren politischen Bewusstsein als Aktivisten einer Kaderorganisation auf die Stadt blickst, was ist so deine Empfindung, wie die Bevölkerung der Stadt mit diesem von dir beschriebenen Gefühl des Abgehängtseins der permanenten Krise seit den 90er Jahren politisch umgeht? Das ist eine Nostalgie, eine Verklärung der DDR-Vergangenheit, gibt in großem Maß oder auch in hohem Maß reaktionäre Antworten, dass man auf die Krise auf eine reaktionäre und rechtsgewandte Weise reagiert? Oder was ist so deiner Erfahrung nach die hauptsächliche Art, wie die Bevölkerung mit diesem Niedergang umgeht politisch? Beides, ja. Also es gibt so eine Ostalgie in der älteren Bevölkerung, sehr stark verbreitet, wobei wir vorhin schon darüber geredet haben, es frappierend ist, dass das überhaupt nicht mit irgendeinem sozialistischen Bewusstsein zusammenhängt. Also es ist dann so ein gewisses Jahr, früher war auch nicht alles schlecht und man hatte seine Wohnung und Sachen waren günstiger und so, man konnte nicht reisen, aber kann man heute auch nicht, wo man sich nicht leisten kann und so weiter. So dieses Jahr, früher war irgendwie nicht alles schlecht oder vielleicht sogar alles ein bisschen besser, hört man sehr oft, aber es wird bei diesen
diesem nostalgischen Gerede dann nie irgendwie der Begriff Sozialismus, Kommunismus, SED in den Raum gestellt. Also es ist überhaupt kein politisches Bewusstsein damit verbunden, dass die Sachen, die als besser empfunden wurden, irgendwie an dem ökonomischen System lagen oder so. Also diese Nostalgie ist auf jeden Fall vorhanden. Ein Rechtsdrift auf jeden Fall sehr stark. Also AfD ist ja auch präsent, aber werden wir bestimmt gleich nochmal näher drauf eingehen. Eine latent rechte Einstellung mit die Ausländer kriegen irgendwie so viel Geld wird irgendwie für die Ausländer ausgegeben und da wird nichts für uns übrig und die Regierungen sind ja eh alle irgendwie korrupt. Die Grünen werden natürlich am meisten gehasst. Das ist sehr, sehr weit verbreitet und völlig gang und gäbe. Natürlich auch gerade bei älteren Leuten, aber leider auch in erschreckend hohem Maße bei jüngeren Leuten. Und heute, da ja in ganz Ostdeutschland, mittlerweile auch bundesweit, die AfD einen phänomenalen Aufstieg erlebt, hast du eine Ahnung, dass es auch in Senftenberg sehr präsent ist, dass die AfD in Senftenberg zu einer Volkspartei sich entwickelt oder in der Region Senftenberg im weiteren Sinne? Ja, auf jeden Fall. Es ist, also es gibt viele offene AfD-Wähler so. Das ist überhaupt nichts, was irgendwie so tabuisiert ist, wie es also wie man im Westen teilweise den Eindruck hat oder zumindest in Großstädten. Wir sind auch kurz daran vorbeigeschlittert, einen AfD-Landrat zu haben. Also es waren vor einem Jahr oder so waren, glaube ich, Landtagswahlen und der AfD-Kandidat ist um 0,5, 0,7% oder so von dem SPD-Kandidaten geschlagen worden, hatte Ergebnis von 24% oder so. Also um Haaresbreite wäre ein AfDler dann für uns in den Landrat eingezogen. Genau, und ja, also es gibt überzeugte AfD-Wähler und selbst die Leute, die nicht offen rechtsradikal sind und geifernde Nationalisten sind irgendwie, für die ist die AfD zumindest was Diskutables. Also die sagen dann irgendwie, ja, vielleicht hat die ja auch ein paar gute Ansätze und man weiß ja nicht, wie sie sich verhalten würden, wenn sie in die Regierung sitzen würden. Das, was jetzt passiert, ist ja irgendwie auch nicht so gut. Vielleicht würde die AfD es ja zumindest anders machen. Vielleicht müsste man sie erstmal wählen, um zu gucken, wie sie sich dann in der Regierung verhält oder so. Also bei vielen Leuten zumindest irgendwie so eine Offenheit, dass die AfD was Gutes sein könnte. Wenn du dich darauf eingelassen haben solltest, dass du mit Bekannten oder Verwandten, die in der AfD sympathisieren, in Diskussionen einsteigst, hast du den Eindruck, dass eine nennenswerte Zahl davon theoretisch für linke Positionen ansprechbar ist, dass denen ihre AfD-Sympathie im Kern eine Form von Sozialprotest darstellt oder dass sie vollkommen immun dagegen sind und einfach rassistische Stereotype so im Vordergrund der Wahlentscheidung stehen, dass man mit sozialpolitischen, wirtschaftspolitischen Argumenten gar nicht bei denen durchdringen kann? Nee, doch, ich habe schon das Gefühl, dass, dass es eine Offenheit gegenüber linken Positionen gibt. Also es ist ja ganz witzig, dass Leute halt irgendwie die AfD wählen, so als Protestwahl und denen überhaupt nicht klar ist, dass die ja eine extrem neoliberale Wirtschaftspolitik fahren würden. Also dass es nicht nur Ausländern irgendwie an den Kragen gehen würde in die Regierung, sondern dass auch für die Masse der Arbeiterinnen, Bevölkerung, die sie gewählt hat, einfach bergab gehen würde unter einer AfD-Regierung. Das ist vielen Leuten nicht klar, aber ich würde schon sagen, dass ein Großteil der Leute, die hier irgendwie mit der AfD sympathisieren, sozialpolitisch eher links stehen würden. Also tatsächlich kenne ich Leute, die irgendwie von linken Wählern zu AfD-Wählern abgewandert sind. Weil früher irgendwie die Linke am ehesten noch irgendwie sozialpolitisch das vertreten hat. Dann war es irgendwie, ja, mit der Linken wird auch nichts und vielleicht bringt die AfD da mehr Zug rein. Diese rassistischen Positionen sind auf jeden Fall immer mit sozialen Problemen verbunden. Also es ist immer so ein Gefühl von, die kriegen mehr Geld
die kriegen alles in den Arsch geschoben und deswegen geht es uns schlecht oder so. Ich glaube schon, dass wenn es irgendeine Partei geben würde, die glaubhaft einen sozialpolitisch progressiven Kurs fahren würde, dass Großteil der Leute hier damit auch anzusprechen wäre und ja, nicht auf rassistische Positionen dann beharren würde. Hast du den Eindruck, dass diese Stärke rechter Positionen der Region sich nur darin manifestiert, dass die Leute halt aus Protest am Wahltag ihr Kreuz bei der AfD machen, oder dass sich das auch niederschlägt in einer wirklich massiven rechten Präsenz auf der Straße, dass so ein militanter Rechtsradikalismus in Senftenberg oder der Umgebung wirklich auf der Straße präsent ist, dass man wirklich Neonazis, offene Rassisten jetzt groß im öffentlichen Raum sehen würde? Ich würde sagen, im Vergleich für ostdeutsche Kleinstädte ist es in Senftenberg nicht so schlimm. Also mir wären, also dass man wirklich jemanden sieht, wo man an der Kleidung und so weiter erkennt, dass er ein Neonazi ist, rechtsradikal ist, das ist selten, oder dass irgendwie gewaltsame Übergriffe wären oder so. In den umliegenden Dörfern ist es anders. Also in den Dörfern gibt es dann schon, also hat man auch Sachen gehört, wo es ja, rechte Gewalt auch gab. Und wo quasi Leute offen rechtsradikal sind und dann bei der Freiwilligen Feuerwehr sind oder in der Dorfkneipe oder so. Genau, aber ja, in Senftenberg hält sich das noch im Rahmen. Es war früher, also Senftenberg hatte früher auch so einen recht linken Ruf, also so in den 90ern, also das ist so, was ich von so älteren Punks und so gehört habe, so Erzählungen von früher, dass Senftenberg früher den Ruf hatte als rote Insel im braunen Meer, und das wirklich es eine sehr starke Punk-Antifa-Szene in Senftenberg gab, die sich regelrechte Straßenschlachten geliefert haben mit Nazis, und das so weit gegangen ist, dass Neonazis aus den umliegenden Dörfern sich irgendwann nicht mehr nach Senftenberg reingetraut haben, dass die Antifas teilweise auf die Dörfer gefahren sind und die Nazis zusammengeschlagen haben und sowas. Also es muss sehr heftig abgegangen sein, und Senftenberg hatte dann schon so einen Antifa-Ruf irgendwie. Das ist mittlerweile nicht mehr wirklich so, aber wahrscheinlich ist es immer noch eine Auswirkung davon, dass es mal so war, dass die Neonazi-Szene, also die offen militante Neonazi-Szene in Senftenberg, klein und bis nicht existent ist. Wenn du vorhin dargelegt hast, dass der Aufstieg der AfD in der Region für dich in einem hohen Maß auch von Sozialprotest motiviert ist, wie würdest du die soziale Lage in Senftenberg in der Region charakterisieren? Senftenberg ist ja eine Stadt, die lange stark vom Kohleabbau geprägt war. Also das sehen wir auch mit dem See hinter uns, der eine ehemalige Kohlegrube ist. Das ist ja eine Industrie, die jetzt in Senftenberg direkt stillgelegt ist, keine Rolle mehr spielt. Wie ist heute so die soziale, ökonomische Lage in Senftenberg? Ist die Arbeitslosigkeit sehr hoch? Und wenn nicht, wo arbeiten die Leute in Senftenberg so? Also es muss in den 90ern auch heftig gewesen sein mit dem Niedergang. Also die Leute, die Tagebauer wurden ja dicht gemacht und die Leute waren auf der Straße. Und hatten halt nicht mehr wie in der DDR irgendwie die Aussicht, einfach einen Arbeitsplatz zu bekommen, sondern sind halt in die Arbeitslosigkeit abgerutscht. Ich würde sagen, dass das nicht mehr so krass ist. Es gibt so an Arbeitgebern in der Region, BASF auf jeden Fall, kommt dann in den Sinn. Im Nachbarort gibt es ein großes BASF-Werk, was gefühlt extrem relevanter Arbeitgeber ist. Also ich habe den Eindruck, also ich kenne viele Leute, die dort ihre Ausbildung gemacht haben und die dort tätig sind und so weiter. Das ist irgendwie so das Naheliegendste. Wenn man nicht so richtig weiß, was man machen soll nach der Schule, dann macht dort eine Ausbildung zum Chemikanten bei BASF. werden auch immer die Leute dann genommen und kommen dort irgendwie unter. Also das heißt, die chemische Industrie hat so den Niedergang der Kohleindustrie ein bisschen auffangen können, dass man sagen kann, dass Senftenberg eigentlich immer noch eine relativ stark industriell geprägte Bevölkerung hat heute. Ja, würde ich so sagen. Also BASF ist ein Ding.
Windkraft, also es gibt Vestas, kenne ich. Ich weiß nicht, ob die so viele Arbeitsplätze haben. Also sie stellen diese Flügel von Windrädern her. Solche Geschichten. LMBV ist so der Verband, also noch die restlichen Tagebau verwalten und so. Also schon recht viel Industrie, würde ich sagen. Und dazu kommt halt, dass viele weggezogen sind. Ne? Also wenn du fragst, wo arbeiten die Leute, viele halt woanders. Das muss man auch einfach sagen. Wenn Senftenberg eine Stadt ist, die zwar auch wie eigentlich alle ostdeutschen Städte zwar einen Niedergang nach 1990 erlebt hat, gleichzeitig aber jetzt durch die chemische Industrie und überhaupt auch in der demografischen Entwicklung eine gewisse Stabilisierung in den letzten Jahren erfahren hat, spiegelt sich das auch darin nieder, dass Senftenberg in der Stadt selbst ein nennenswertes Freizeit- und Kulturangebot hat, dass man in Senftenberg jetzt einigermaßen gut seine Freizeit verbringen kann? Oder ist es schon eher so, dass die Leute eigentlich für alle denkbaren Freizeitaktivitäten jetzt in den näheren Großstädte wie Cottbus und Dresden fahren? Also es geht. Gibt so ein paar Sachen. Es gibt zum Beispiel ein Theater, das ist auch so ein bisschen der Stolz Senftenbergs, die neue Bühne Senftenberg, wo wirklich viele Aufführungen sind und so, und was auch von den Leuten genutzt wird, so, also wo Leute dann auch, also auch so Otto-Normalverbraucher, die jetzt nicht irgendwie Großkultur interessiert sind oder so, mal irgendwie zu Weihnachten oder so sich mal ein Stück reinziehen. Das gibt's, dann gibt's hier auf der anderen Seite vom See in Großkoschen das Amphitheater, wo im Sommer dann Aufführungen sind, also von der neuen Bühne auch, aber als Location. Dann gibt's eine Schwimmhalle, eine Skihalle, das ist auch sehr besonders. Also es gibt irgendwie nur so, keine Ahnung, eine Handvoll Kunst-Schnee-Skihallen in ganz Deutschland, einer davon ist in Senftenberg. Ein Kino gibt es im Nachbarort, leider nicht in Senftenberg. Und ansonsten hat man halt die Möglichkeit, Natur, Fahrradtouren und so weiter, See, sportlich da sehr viel zu machen. Und generell ist es halt so, dass dadurch, dass Senftenberg halt ein regionales Zentrum ist, also es gibt keine größere Stadt im direkten Umfeld so. Also auch nach Cottbus oder Dresden zu fahren, ist jetzt nicht so eine Sache, die man irgendwie immer so, also die man irgendwie jedes Wochenende machen würde, wegen den Bahnverbindungen und so weiter. Und viele Leute pendeln ja auch nach Senftenberg, also wohnen dann in den Dörfern und kommen aber zum Arbeiten und dem nach Senftenberg. Dadurch ist halt das Leben hier schon verhältnismäßig aktiv, würde ich sagen. Also es ist nicht so, dass Leute zum Feiern am Wochenende immer nach Dresden fahren, sondern bleiben halt oftmals hier und so. Und dadurch ist es verhältnismäßig aktiv, würde ich sagen. Ja. Und wenn du zurückblickst auf deine Jugend in Senftenberg oder jetzt auch Familienbesuche in Senftenberg, was würdest du sagen, war es am Alltagsleben, der Lebensqualität in Senftenberg einerseits die attraktivsten und andererseits die nervigsten Aspekte sind? Also attraktiv, würde ich sagen, ist auf jeden Fall, dass alles sehr gut erreichbar ist. Es ist, also in meiner Jugend war ich das so gewöhnt, und wenn man dann in eine große Stadt zieht, dann gewöhnt man sich irgendwie daran, immer irgendwie eine halbe Stunde mit der Bahn irgendwo hinzufahren, und das ist immer wieder so völlig absurd, wenn man hierher kommt und man hat irgendwie, man fährt irgendwie ans andere Ende der Stadt mit dem Fahrrad, also man fährt dort überall mit dem Fahrrad hin, und man fährt ans andere Ende der Stadt und denkt so, ach, jetzt muss ich bis ans Ende der Stadt fahren und so, und dann ist man aber einfach nur 10 Minuten mit dem Fahrrad unterwegs. Man ist einfach überall schnell und so weiter. Man ist schnell in der Natur, das ist attraktiv. Also man hat wirklich viel Grün, man hat im Umland so viele Möglichkeiten, halt hier mit dem See und der ganzen Seenplatte und so weiter. Irgendwo mit dem Fahrrad hinzufahren, auch schnell irgendwo in Gebiete zu kommen, die total ruhig sind, also recht unberührte Waldflächen. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Nachteil würde ich sagen, dass halt so das kulturelle Leben und Nachtleben und so weiter dann doch überschaubar ist. Also obwohl ich eben gesagt habe, es
geht noch relativ für die Größe der Stadt, aber es ist dann doch irgendwie überschaubar, dass es halt irgendwie gefühlt nur eine Kneipe gibt, wo man wirklich hin kann, weil, keine Ahnung, es gibt halt eine Handvoll Kneipen, aber viele von denen sind dann so, da will man nicht unbedingt hin, da sitzen nur irgendwelche alten Leute. Restaurants so ein bisschen überschaubar, es ist auch irgendwie nicht so eine Ausgehkultur wie in Großstädten. Also es ist total selten, dass die Leute irgendwie mal was essen gehen oder so. Das macht man halt irgendwie zu besonderen Anlässen, zum Geburtstag oder so geht man essen, aber es ist nicht so wie in Berlin oder so, wo die Leute irgendwie gefühlt jede Woche irgendwo in ein anderes Restaurant gehen. Oder dass man sich mal in einen Café setzt oder so. Also da gibt es total so, also von vielen wird es so empfunden als, naja, ich kann ja zu Hause viel billiger meinen Kaffee und mein Bier trinken. Und dadurch sind die Straßen halt oftmals einfach total leer und man fragt sich einfach so, wo sind denn die ganzen Menschen? Bleiben halt oftmals einfach zu Hause. Das ist so nervig. Zum Abschluss würde ich noch nach deiner Einschätzung fragen. Jetzt, da du Aktivist in einer marxistischen Kaderorganisation bist, aus dieser Perspektive auf die Region schaust, hast du den Eindruck, würdest du denken, dass es realistisch möglich ist, für sozialistische Kaderorganisationen in einer strukturschwachen ostdeutschen ländlichen Region wie Südbrandenburg diesen sozialen Unmut von links aufzugreifen und eine sozialistische Alternative zum in der AfD sich kanalisierenden sozialen Protest aufzubauen? Würde ich schon denken. Also der Begriff Sozialismus, die DDR-Vergangenheit ist da so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, dass einerseits Leute das nicht als komplettes Schreckensbild sehen, andererseits irgendwie sagen, ja, Sozialismus hatten wir ja schon, das hat ja auch nicht geklappt. Dann müssen wir den Leuten natürlich erklären, warum das halt nicht der Sozialismus ist, den wir wollen und so weiter und wie wir es anders machen würden und so. Aber ich glaube, das ist schon teilweise so, also die Leute halt nicht von dem Begriff Sozialismus total zurückschrecken und halt noch diese positive Erinnerung haben, dass man sich in der DDR zum Beispiel einfach Wohnraum leisten konnte, weil es Wohnraum gab und weil niemand von einem erwartet hat, dass man 60% seines Einkommens für eine zu kleine Bude ausgibt. Ich glaube, wenn man dort ansetzen würde und den Leuten sagen würde, ja, das lag daran, dass es damals der Kapitalismus überwunden wurde und wir könnten noch darüber hinausgehen und so weiter, dann hätte man dort, glaube ich, schon einen guten Ansatzpunkt. Und wie ich eben erwähnt habe, also die Sympathie mit der AfD ist halt wirklich zum Großteil Sozialprotest. Und ich glaube, dass wenn man das wirksam ansprechen würde, die sozialen Punkte, also die sozialen Probleme, und wirksam, also den Leuten wirklich vermitteln würde, wir halten auch nichts von dieser Regierung, aber nicht, das Problem ist nicht, dass die Regierung irgendwie Ausländer reinlässt, sondern das Problem ist dies, ist das, dann könnte man damit, glaube ich, schon Leute überzeugen. Großes Problem ist halt der Mangel an jungen Leuten, ne? Also man braucht ja realistischerweise für eine Organisation einen gewissen gesunden Anteil von jungen Leuten, die irgendwie ihre Energie und ihren Schwung reinbringen und einfach auch mehr zeitliche Möglichkeiten haben, sich einzubringen und so weiter. Und das fehlt hier zu einem großen Teil. Also es ist im Alterssegment 20 bis 30 ist irgendwie total was weggebrochen, weil die meisten Leute zum Studium, zur Ausbildung und so weiter einfach aus der Region wegziehen. Viele kommen dann halt zurück und gründen hier ihre Familie und so weiter. Aber diese jungen Leute, die eigentlich im besten Alter sind, sich zu politisieren und politisch zu engagieren, die fehlen einfach zum Großteil. Und das wäre, glaube ich, ein großes Hindernis. Ja. Dann bedanke ich mich für das Gespräch und hier im Video wird es gleich weitergehen mit Aufnahmen vom Senftenberger See, den wir wenn auch etwas überbelichtet, im Hintergrund sehen, der sich zu einer der Top-Sehenswürdigkeiten, dem wichtigsten Freizeitziel in Senftenberg, entwickelt hat in den letzten Jahren. We'll be right back.
die meisten Leute ist es halt einfach irgendwie so da. Diese Würfelhäuser hier sind auch so mit die shadiesten in Senftenberg. Also da war man immer so. Tagslebende Arbeiter, die da drin leben. Ja. Die Leute machen halt oft den Fehler. In der WG und sagen ja, also fünfter Stock, Platte. Kurz umentschieden, mit seiner Freundin zusammenzuziehen und auszuziehen. Und ansonsten halt vereinzelt, also einer aus. Thank you.